Hey zusammen, ich bin Andi, ich studiere Engineering Science, jetzt im dritten Semester. Das ist meine Freundin Vicky. Vicky, was studierst du? Ich studiere Mavi und bin auch derzeit im dritten Semester. Und wir haben jetzt das zweite Semester hinter uns gebracht und wollten mal in diesem Video darüber sprechen, was für Fächer gab es in diesem Semester, was gab es beim Online-Studium zu beachten und unsere Tipps und Tricks für euch, falls ihr ins zweite oder erste Semester kommt. Und für Tipps zum ersten Semester gibt es auch schon ein Video, das könnt ihr euch gerne anschauen. Jetzt die Fächer im zweiten Semester. Was hatten wir? Aus dem ersten Semester hatten wir Ingenieurmathematik, technische Mechanik und Konstruktionslehre. Außerdem hatten wir Innovations- und Technologiemanagement und Physik. Und Vicky hatte noch zwei weitere Fächer. Ja, ich hatte noch Aufbau und Eigenschaften von Polymeren und Biochemie. Genau, die hatte ich jetzt nicht, weil Vicky studiert ja Werkstofftechnik. Ja, Vicky würde euch jetzt erstmal kurz einen Überblick geben über Mathe zu den so größten Brummer des Studiums. Ja, genau. Also wir hatten ja Mathe schon im ersten Semester und da wisst ihr ja schon aus dem ersten Video vom Andreas, Ja. warum es so ein bisschen ging in dem Fach. Und das wurde eben jetzt weitergeführt. Wir haben da unter anderem Taylor-Polynome, Raumkurven, mehrdimensionale Differentiation, Extremwertaufgaben, Ausgleichsrechnung, Genau, Reihen und genau. auch einige Themen nochmal, die aus dem ersten Semester, die eben nochmal aufgegriffen wurden kurz oder eben jetzt wieder mit reingespielt haben. Im Generellen sind es eigentlich die Werkzeuge, die wir für unsere weiteren Ingenieursfächer brauchen. Also Mathe braucht man eigentlich überall. Also egal welches Fach, es gibt sehr seltene Ausnahmen, in denen man Mathe nicht braucht. Und dementsprechend alles mitnehmen, Ja, was wichtig. geht, ist sehr wichtig. Wir haben es so geregelt, die Vorlesungen waren online in Videos. Da hat der Professor das Skript online vorgestellt im Endeffekt. Die Übungen wurden immer wieder die Videos zu den wöchentlichen Übungsaufgaben hochgeladen zum Anschauen. Und wir konnten die Übungen abgeben, die wurden korrigiert. Und da haben wir uns speziell zusammengesetzt. Und generell gibt es noch zu sagen, Prüfungsvorbereitung. Wir haben jetzt mit unserer Lerngruppe 6 Wochen vorher angefangen. Und haben uns zweimal die Woche 4 bis 5 Stunden getroffen. Das war schon ganz gut notwendig, oder? Ja, gut, wir hatten aber auch noch währenddessen noch lief das Semester noch, weil wir erst 2 Wochen nach Semesterende haben wir die Prüfung eben schon geschrieben. Und diese 2 Wochen, da haben wir eben dann auch noch andere Prüfungen gehabt und so weiter und so fort. Und deswegen haben wir gesagt, wir fangen einfach schon eher an und fächern das so ein bisschen auf, dass wir ein bisschen mehr Zeit haben. So, nächstes großes Fach. Technische Mechanik ist wie Mathe aus dem ersten Semester, ist auch ein großes Grundlagenfach. Hier speziell war ja im ersten Semester die Statik Thema, also Kraftsysteme, dann unter anderem auch Schwerpunktberechnungen, Schnittreaktionen und Reibungsaufgaben. Hier waren speziell relevant für die Prüfung die Reibungsaufgaben und die Schwerpunkte. Und das zweite Semester war wesentlich schwerer als das erste Semester. Zweites Semester ging eben um Kesselgleichungen, zum Beispiel die Spannungen in einer Gasflasche oder in einer Weißwurst. Ja, das war ein sehr beliebtes Beispiel bei uns. Und Prüfungsfrage. Ja. Was gab es noch in der technischen Mechanik? Also in der Elastostatik wurden auch noch Verformungen von Balken und Stäben berechnet. Festigkeitshypothesen. Da gab es noch Flächenträgheitsmomente. Und das größte Thema war eben die Balkenbiegung. War die Balkenbiegung. Also, wenn ein Balken, der irgendwie eingespannt ist, belastet wird, wie deformiert er sich? Und außerdem noch ganz kurz Knickung und Torsion. Und da zur Planung oder zur Orientierung haben wir 4 Wochen vorher angefangen, vor der Prüfung. Und zwar in Vollzeit, also jeden Tag so 5, 6 Stunden, sodass man quasi auf ungefähr 30 Stunden pro Woche kommt, weil es wirklich viel war. Und ich glaube, wenn man nur 2 Wochen Prüfungsvorbereitung macht, hat man schon mit dem Bestehen zu kämpfen, außer man ist ein
Superbrain. Der nächste Klopper war dann Konstruktionslehre und CAD. Das letzte große Fach aus dem ersten Semester. Hier gab es weder Vorlesung noch Übung. Wir hatten aber die Ehre, einen Motor zu konstruieren. Wir hatten da gewisse Vorgaben und den mussten wir sowohl berechnen und auslegen. Ja, bei den Berechnungen war es so, wir hatten einzelne Aufgabenteile. Also im Konstruktionswerter, da waren eben die Aufgabenteile gegliedert. Es gab Getriebe, Lager, wir mussten auch das Pleuel, die Festigkeit, genau, berechnen. Ob das Pleuel knickt oder nicht. Knickung, genau. Also so verschiedene Aufgabenbereiche. Die waren allerdings jetzt nicht speziell für unseren Motor ausgelegt, sondern da gab es eben Zahlenvorgaben, die auch teilweise nicht miteinander zusammenhingen. Und das musste man bestehen, um eben dieses Praktikum dann zu bestehen. Ja. Genau. Außerdem mussten wir eben den ganzen Motor im CAD konstruieren. Hier zeigen wir euch mal kurz einen kleinen Einschub, wie das Ding am Ende aussah. Also der Motor von Vicky und mir sah relativ ähnlich aus, aber nicht identisch. Denn wir haben uns nur an Funktionsmaßen abgesprochen, dass wir die gleich wählen. Aber das Design und speziell wie wir auch Lager verbaut haben und sowas, das hat dann trotzdem ein bisschen abgewichen voneinander. Da kann man ungefähr sagen, so 80 bis 100 Stunden für unseren Motor. Also wir haben schon eine ganze Menge. Also wir hatten auch schon vorher einen CAD-Kurs in Semesterferien, aber das ist nur die Einführung. Also das richtige Konstruieren, das lernt man wirklich erst, wenn man es selber einfach macht. Ja. Und zu guter Letzt noch, finite Elementanalyse war auch ein Teil von Konstruktionslehre. Da geht es einfach darum, man hat einfache Stäbe und Balkenkonstruktionen und lässt diese vom Computer dann berechnen, die Deformationen. Genau. Und die Spannungen in den Bauteilen. Genau, das waren noch recht einfache Aufgaben. Das wird uns dann im späteren Verlauf des Studiums nochmal begegnen. Genau. Und es wäre dann eben bei der Klausur eigentlich so gewesen, dass wir auch am Computer hätten arbeiten müssen. Aber eben aufgrund von Corona war das eben nicht so. Da haben, wie gesagt, hat der Lehrstuhl gemeint, das kann man eben nicht mehr machen. Genau, weil jeder einen eigenen Arbeitsplatz bräuchte am Computer in der Uni. Dementsprechend haben wir nur eine 2-stündige Klausur mit Berechnungsaufgaben gehabt. Die trotzdem schon sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat. Und da kann man nur sagen, üben, üben, üben. Und was wir auch gemacht haben, wir haben uns eine Aufgabe ausgesucht, die wir eben nicht so verstanden haben vom Thema her, die wir dann eben weggelassen haben. Aber das ist, glaube ich, auch von Uni zu Uni unterschiedlich. Genau. Also wir speziell haben ja gesagt, Schrauben im Zweifelsfall. Ja. Also wichtig ist, dass man von diesen, es waren glaube ich 8 Aufgabentypen, 5 bis 6 schon gut kann. Genau. Also sicher auch lösen kann. Und dann halt bei den anderen Themen guckt, kann man sie lösen, kann man sie nicht lösen. Es ist einfach utopisch, was verlangt wird. Also die Menge, die man in der kurzen Zeit rechnen muss, das war eine 90-Minuten-Klausur und wir hatten einen 40-Seiten-Block, von dem ungefähr 30 Seiten Prüfung waren. Ich glaube, es waren sogar 120 Minuten Klausur. Was, 120? Okay, 120 Minuten. Es waren 120 Minuten Klausur. Aber es waren sehr viele Aufgaben. Es war einfach zu viele Aufgaben für die Zeit. Aber es war vorher schon absehbar, dass das nicht schaffbar ist. Genau, noch ein Fach, was wir beide hatten, war eben Physik. Ja. Ich hatte das eben nur jetzt im ersten Semester. Und der Andreas hat es eben noch jetzt im dritten Semester. Nee, stopp. Du hattest im zweiten Semester. Ich hatte es nur ein Semester lang und hast es im zweiten und im dritten Semester, genau. Genau. Ich hatte nur im zweiten Semester. Bei mir war das eben im Modul mit Biochemie, aber dazu komme ich später noch. Genau, und bei mir ist es im Modul mit Physik 1 und Physik 2. Und man kann sich darunter ungefähr vorstellen, Physik 1 ist ungefähr, also ist vor allem Wiederholung, ich sag mal so 90% Wiederholung. 12. Klasse vors Boss in Bayern. Und Physik 2 ist voraussichtlich laut diesem Modulhandbuch dann einfach das zweite Jahr in der Vosbos. Gymnasium Physik 1 war jetzt eben so, dass relativ viel auch schon aus der Mittelstufe dran, auch noch aus der Mittelstufe dran kam, zumindest was jetzt das Gymnasium in Bayern betrifft. Einiges so 10. Klasse, sowas. Und die Oberstufe wird dann in Physik 2, schätze ich mal, thematisiert. Dann weiter, das schöne Fach Innovations- und Technologiemanagement. Das war so das kleinste Fach und auch ein bisschen so das
Ja, so ein Nebenfach. Und da ging es aber im Großen und Ganzen um die Ideenfindung, um also Methoden, also ja, Methoden zur Ideenfindung oder zur Problemlösung. Es ging außerdem um Unternehmensgründung und Patentrecht und sowas wie Industrie 4.0 bezüglich Innovationen, die Automobilindustrie und die additive Fertigung. Da kann man zur Prüfung auch nur sagen, wenn man sich eine Zusammenfassung holt oder eine Zusammenfassung schreibt, dann wirklich nur das Relevante, was mehrmals vorkam, die Folien, das beziehungsweise einfach mal in der letzten Stunde wirklich fragen und dann wird einem das meistens so grob schon mal gesagt und das hat uns eigentlich ganz gut geholfen. Ziemlich kurze Klausur, entsprechend in 2 Leistungspunkten. Ja. Und war mal so das krasse Gegenteil zu Mathe und technischer Mechanik. Ja. Die Vicky hatte ja als Materialwissenschaftlerin ja, noch 2 weitere Fächer. Und zwar Aufbau und Eigenschaften von Polymeren. Um was geht's denn da, Vicky? Ja, also wie der Name schon sagt, Aufbau und Eigenschaften von Polymeren, also von Kunststoffen. Da geht's eben um die molekulare Struktur, um die Eigenschaften, wie man bestimmte Eigenschaften von Polymeren bestimmt, Schmelzpunkte und so weiter und so fort. Also breit aufgefächert von den Grundlagen her, was Polymere betrifft. Wir hatten in dem Fach 3 Praktika, die wir eben an der Uni machen mussten. Und da war es eben so, dass wir einerseits Spritzguss als Praktikum hatten. Dann hatten wir das Erkennen von Kunststoffen und den Zugversuch. Zugversuch ist im Endeffekt, dass man eine Probe hat und die an beiden Enden mit einer Maschine auseinanderzieht und dann eben schaut, wie lange die hält, bis sie reißt oder bis das Ende von der Maschine erreicht ist. Also die Streckgrenze oder Zugfestigkeit, Elastizitätsmodul. Also das gleiche wie bei Metallen auch, oder? Genau, im Endeffekt wie bei Metallen auch. Nur, dass man eben in dem Fall sagen kann, dass nicht alle Polymere brechen. Es gibt auch Polymere, die eben nicht auseinanderreißen, sondern die sich eben sehr, sehr lange dehnen lassen. Bei den Praktika muss man noch dazu sagen, man muss davor ein Skript lernen für das Praktikum, wird dann beim Praktikum abgefragt und man muss es jetzt nicht zu 100% auswendig können, dieses Skript. Aber man muss eben so viel wissen, dass man weiß, worum es geht. Ein bisschen auch schon, dass der Prüfer eben merkt, man hat sich damit auseinandergesetzt schon mal. Das war ein bisschen so schon der erste Punkt, der so ein bisschen zeitaufwendig war. Das Praktikum an sich war nicht so zeitaufwendig. Das war so mal ein Nachmittag pro Thema. Also hatten wir 3 Nachmittage, wo man eben je ein Thema durchgenommen hat. Und dann musste man darüber eben noch ein Protokoll schreiben. Und also da ist wirklich sehr zeitaufwendig. Und da direkt auch danach mit dem Protokoll anfangen, weil man nur 2 Wochen hat. Also wir hatten nur 2 Wochen Zeit für das Protokoll. So viel zum Thema Polymeren und Praktika im Allgemeinen. Da hat Vicky noch ein 2. Fach mehr gehabt. Also man hört schon, dieses Semester war bei Vicky kein Spaß. Ja, es war ein bisschen viel. Zu deinem noch zusätzlichen Fach. Genau. Das war Biochemie, ne? Ja, das hatte ich ja vorhin auch schon kurz gesagt. Biochemie, da ging es um Bakterien, Zellkulturen, Enzyme, Proteine und so. Eher Biologie als Chemie, meines Erachtens nach. Und da hatten wir eben wie in Polymere auch Praktika. Da haben wir uns mit E. coli, Zellkulturen und Wachstum beschäftigt, Proteinbestimmung, generell mit den Pipettieren, was eben Grundlage war, was wir im allerersten Praktikum gemacht haben. Und dann haben wir noch Enzyme als Katalysatoren gehabt. Nächstes Thema, das Online-Studium. Wir haben jetzt im Sommersemester 2020 aufgrund von Corona alles vollständig online gehabt, also Vorlesungen online, Übungen online. Genau, das Einzige, was bei mir eben präsent war, waren die Praktika. Wie kann man sich das vorstellen? Die Vorlesungen waren entweder live über Zoom direkt. Zoom ist so ein Videokonferenzdienst. So ähnlich wie Microsoft Teams. Ja, oder Skype, ja, genau. Und da hat entweder der Dozent direkt live seine Vorlesung gehalten, was aber viel eher der Fall war, dass die Vorlesung aufgezeichnet war.
Und dann konnte man die sich halt, wann man wollte, anschauen, was eigentlich ziemlich gut war zum Planen. Genau. Es war echt gut zum Planen und wenn man dann zum Beispiel bei irgendwas anderes hatte, dann hat man eben das auch auf die Vorlesung legen können, wenn es nur da einen Termin gibt. Und dementsprechend konnte man sich dann danach die Vorlesung eben nochmal anschauen. Genau. Und bei den Übungen war es sehr ähnlich. Da gab es eben auch diese Live-Übungen wie für Physik. Da wurde dann halt zu gewissen Zeiten, konnte man sich hinsetzen und hat dann live mit dem Tutor die Übung mitschreiben können. Die Videos waren dazu aber, glaube ich, auch noch erreichbar, oder? Für Physik? Für Physik gab es keine Videos. Also er hat die Lösungen dann als PDF online gestellt, wo man die dann auch nochmal nachschauen konnte. Das heißt, wenn man jetzt keine Lust hatte, irgendwie die Übung anzuschauen, sondern nur die Lösungen vergleichen wollte, dann konnte man das auch machen. Und es gab halt auch noch diese Übungen, wo die Videos hochgeladen worden sind. Hatte bei Mathe zum Beispiel den Vorteil, wenn wir irgendwas wissen wollten, sind wir direkt im Video dahin gesprungen, was uns interessiert, weil wir halt oft nicht so viele Fragen in Mathe hatten. Zum Glück. Zum Glück. Wir konnten uns die Fragen meistens gegenseitig beantworten oder mit noch ein paar Freunden. Mhm. Und das war auch jetzt meine bevorzugte Art, dass die Videos online sind und man dann einfach dann drauf zugreifen kann, wenn man sie braucht. Genau. Oftmals wartet man dann nur auf die und die Aufgabe, bis die erklärt wird, weil man den Rest eigentlich gesagt hat, okay, das weiß ich, das kann ich, genau. Das ist eigentlich logisch oder so. Dann gab es außerdem noch halt die Möglichkeit, die Kursleiter oder Tutoren zu kontaktieren per Mail. Das ging meistens auch immer ziemlich flüssig und ziemlich schnell, je nachdem, wen man halt kontaktiert hat. Und also im Großen und Ganzen war das, glaube ich, gut machbar online. Ja. Zu guter Letzt noch das Tipps und unser Resümee. Vicky, möchtest du mir deine wertvollsten Tipps aus diesem Semester verraten? Wertvolle Tipps. Praktika sind wichtig. Praktika sind auch toll an sich. Aber Protokolle, das ist das Wichtige dabei. Bei den Protokollen immer alles mitschreiben. Egal welche Kleinigkeit, alles mitschreiben. Und versuchen, alles auch möglichst gut zu verstehen. Und dann auch direkt danach anfangen zu schreiben, weil es kann immer sein, dass man was nicht aufschreibt und dann denkt, ach, das kann ich auch noch mit reinschreiben und so. Und man hat es einfach besser im Kopf. Und sonst, und was könntest du noch so empfehlen? Was auch doch wichtig ist, ist, dass man bei Live-Vorlesungen, die jetzt nicht aufgezeichnet werden, immer anwesend ist und sich das Zeug auch mitschreibt, was eigentlich selbstverständlich ist, aber ich habe auch mitbekommen, dass einige dann nicht anwesend sind und ja, das kann man schnell bereuen, denke ich. Man bekommt halt in den Live-Vorlesungen dann vom Professor auch oftmals irgendwas gesagt. Irgendwas, was vielleicht so ein nicer Side-Fact irgendwie ist. Solche kleinen Anekdoten gehen, genau. Teilweise bekommt man mit, die vielleicht ganz interessant sind. Und man bekommt aber auch Tipps für die Klausur mit. Genau. Also deswegen auch bei einem Online-Semester, bei den Vorlesungen anwesend sein, die eben nicht aufgezeichnet werden. Genau. Und zu guter Letzt bei dir? Zu guter Letzt noch, ich empfehle allen wirklich die Übungen zu machen. Also gerade Mathe oder so. Mathe muss man auf jeden Fall machen. Übungen machen oder auch bei TM, da waren es jetzt die Tutorien eher bei uns. Die Tutorien haben da wirklich viel gemacht, ja. Wirklich machen, weil das so viel für die Klausur hilft, für die Prüfungsvorbereitung hilft. Und für das allgemeine Verständnis. Also das ist einfach, dann die auch, wenn man die korrigieren lässt und so, dann merkt man vielleicht auch doch nochmal, was hat man falsch gemacht. Und man kann vor allem auch mal andere Leute fragen, wenn man die Übungen da gemeinsam macht. Genau. Und von mir gibt es noch zwei andere Tipps, die jetzt weniger fachspezifisch sind. Und zwar Nummer eins, beim Online-Semester ist es wichtig, dass man mit seinen Kommilitonen in Kontakt bleibt. Ja. Also nicht nur Vicky, sondern auch, wir waren eine größere Gruppe und haben uns je nach Fach miteinander abgesprochen. Das hat unglaublich viel ausgemacht, dass man sich austauscht, weil sonst hast du ja nur den Input vom Professor und nur die Übungen. Und wenn man sich einfach drüber austauscht, wenn man drüber meckert, wenn man drüber diskutiert, das ist, macht einfach extrem viel aus und so kann man auch im Online-Semester, glaube ich. Es hilft einfach sozial enorm, dass man einfach sozialen Umgang irgendwie hat, so ein bisschen. Ja. Nicht ganz so alleine in seinem Zimmer hockt, genau. Und vor sich hin grübelt. Genau, und zu guter Letzt noch, was ich in diesem Semester speziell gelernt habe, war Priorities. It's all about the priorities. Also Prioritäten setzen. Denn so gegen Mai rum
hatten wir dann noch die Modulprüfung Biologie und Chemie aus dem ersten Semester, die wurde aufgrund von Corona nach hinten verschoben. Ja. Wir hatten die Motorkonstruktion plus die Berechnungen, die wir machen müssen, also im CAD plus Berechnungen. Plus, du hattest, glaube ich, noch Praktika, ne? Zu der Zeit, oder? Nee, Ja? Praktika waren erst später, aber ich hatte noch die Prüfung Aufbau und Eigenschaften von Metallen Also auch noch eine danach. weitere Klausur, die war eine Woche später oder 2 Wochen später, ne? Und das Semester ist halt einfach weitergerollt. Also alle Fächer, man wird ja konstant mit extremen Mengen an Wissen bombardiert. Da musste man einfach irgendwo Abstriche machen, weil wir haben zum Teil ja locker 50 Stunden in der Woche gewerkelt zur Zeit des Motors. Ja. 40 Stunden ist ja eher so die Regel, so 35, 40 Stunden pro Woche, wenn wir Also wir studieren. saßen von früh bis abends an dem Von Motor 8 bis 8 an dem und Freitag. die anderen Tage saßen wir von früh bis abends nur da, um Vorlesungen und Übungen zu machen. Genau. Und da war es wichtig, dass man Prioritäten setzt. So haben wir zum Beispiel gewusst, wann wir Prüfungen schreiben. Also wir haben das schon ein bisschen so in Erfahrung gebracht, wann sie in den letzten Jahren waren. Wir wussten, Mathe zum Beispiel wird ziemlich am Anfang kommen. Technische Mechanik ist die letzte, die wir schreiben, Ende September. Ja. Wir wussten auch, Konstruktionslehre wird in der Nähe von Mathe sein. Also haben wir ganz klar gesagt, Mathe ist wichtig, müssen wir immer machen. Konstruktionslehre, der Motor hatte auch eine Deadline, an der wir fertig sein mussten. Genauso wie die Berechnungsaufgaben. Und die Biologie-Chemie-Klausur und deine Metalle-Klausur. Und dann mussten wir aber sagen, okay, was ist als nächstes dran? Genau. Und da wird dann wirklich Zeit reingesteckt. Da ist dann auch mal der ein oder andere Samstag leider Gottes dafür geopfert worden, was sehr schmerzhaft ist, wenn man wirklich nur am Lernen ist. Ja, und da haben wir dann technische Mechanik und Innovations- und Technologiemanagement ein bisschen vernachlässigt. Nachdem die ganze erste Welle durch war, haben wir uns dann eine Woche Pause gegönnt und dann das Genau. nachgeholt, was wir vernachlässigt haben, um so dann einigermaßen gut durchzukommen. Ich meine, Ich glaube, mehr gibt es dazu auch eigentlich gar nicht Ja. weiter zu sagen. Im Großen und Ganzen, wie fandest du das Semester jetzt noch so ganz aus dem Bauch hinaus? Nee, ich fand es einigermaßen in Ordnung. Also ich hätte es schön gefunden, wenn man an die Uni gekonnt hätte, auch für Vorlesungen und nicht nur für die Praktika. Aber so konnte man sich das ganze Zeug selber einteilen. Also man konnte jetzt sagen, ach, ich schaue mir da und da vielleicht die Videos an, ich schaue mir bei dem und dem aber nur das Skript an oder so, weil ich damit halt einfach besser zurechtkomme. Ich fand es, wie gesagt, ein bisschen stressig auch, weil ich eben noch mehr Fächer hatte. Ja. Aber ansonsten, man ist gut durchgekommen und man lernt daraus auch jetzt fürs jetzige Semester. Ja, denke ich auch. Man nimmt einiges mit. Ja. Also ich denke auch, also das Semester war im Großen und Ganzen erfolgreich. Es war teilweise sehr hart, speziell mit den Nachholklausuren und dem Motor. Aber ich sag mal, das Online-Semester hat mir persönlich zumindest rein vom Lernen her nicht geschadet, aber es war halt schade, dass diese ganzen sozialen Kontakte sehr eingeschlafen sind, aber ich glaube, da haben andere noch viel größere Probleme jetzt gehabt während der aktuellen Zeit. Also ich bin im Großen und Ganzen zufrieden und bin sehr gespannt, was das nächste Semester so mit sich bringt. Genau. Genau. So, ich glaube, das war's dann. Wir wünschen noch eine schöne Zeit. Viel Spaß mit allem, was ihr noch so tut und ja, bis bald. Ciao. Tschüss. Ja.